Person reist wahrscheinlich da, keine Ahnung, 70 Stunden die Woche. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du kein Leben hast, ja. Die anderen Leute mit ein bisschen Leben leiden darunter, ja. Und die das noch als Spiel sehen. Wir haben allgemein starke, erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen. Es gibt ja Leute, die müssen teilweise 70 Stunden in der Woche machen. Weißt du, wer sich noch schämen soll? Die Leute, die sich sogar noch zur Aufgabe machen, sich privat hinzusetzen, eine scheiß Liste zu führen von jeder einzelnen Person, Buch zu führen, zu notieren, wie lange die Person von welcher Uhrzeit da war. Also ich setze noch einen drauf. Wir reden hier gerade wirklich über ein Spiel. Die schreiben sicherlich nur auf, wann du online und offline gehst. Die sehen sogar noch Schemata in deiner Online- und Offline-Zeit. Sprich, sie versuchen in deiner wöchentlichen Aktivität ein Schema zu finden, womit sie dich bearbeiten können, konfrontieren können, was du doch daran verändern kannst. Sie sind ein Personal Trainer. Absolut geistesgestört. Und dadurch setzen die Leute bei Spielern einen gewissen Leistungsdruck. Und dieser Leistungsdruck sollte nicht unterstützt werden. So. An allererster Stelle erstmal nicht vergessen, Daumen nach oben da zu lassen, auch wenn euch das Video nicht gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und erzählt euren Müttern von mir. Was dachte ich? Du bist so ein... Folgt mir natürlich auch noch auf Instagram und schaltet mir am Discord, um auf den neuesten Stand zu bleiben, wie es bestellt. Los geht's. Was geht ab? Nikolai, ja? Aber egal, ich liebe dich trotzdem. Was geht ab, Leute? Grüßt euch. Jo, grüßt euch. Ihr kennt mich noch aus dem Zerstörungsvideo. Heute werden andere Leute zerstört, Freunde. Mit diesem Video möchte ich auf jeden Fall ein Grundproblem ansprechen, was vorhanden ist, aber zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und wir sind halt nun mal die Personen, die das Ganze auf den Punkt bringen und heute mal ansprechen, damit das in Zukunft besser wird. Wir hoffen es zumindest. Wie ihr im Titel sehen könnt, ist aus einem Spiel Pflicht geworden. Aus einem Spiel wird Zwang, absoluter Realitätsverlust. Viele Leute werden ausgegrenzt. Man verliert sich selbst. Wenn es dann so weit kommt, dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt, was leider die Wahrheit ist, weil sich Leute darin verfangen, muss darüber geredet werden. Und deswegen sind wir hier. Es geht hier, und wir alle möchten das einfach mal unterstreichen, um ein Spiel. Aber ein Spiel, in dem wir alle sehr viel Zeit und Herzblut investieren. Und momentan ist es so, dass diese Plattform einige Probleme mit sich bringt, denen wir uns jeden Tag irgendwo stellen müssen. Für die Leute, die jetzt auch aus dem Roleplay-Bereich kommen und nicht wissen, was GVP ist. GVP ist einer der ältesten deutschen GTA 5 Roleplay-Server und wahrscheinlich der größte GTA-Roleplay-Server. Ist ein einsteigerfreundlicher Server und wir spielen alle schon seit Jahren auf diesem Server, haben tausende Stunden auf diesem Server verbracht. Aber jetzt müssen wir alle mal sagen, dass wir eine Problematik an dem Ganzen sehen, die allgegenwärtig ist. Es geht zum Beispiel um die Problematiken, was Fraktionen betrifft. Fraktionen, müsst ihr euch vorstellen, sind Gruppierungen, die vom System gefestigt sind. Das bedeutet, sie sind fest im System implementiert und auch fest im Regelwerk implementiert. Fraktionen sind zum Beispiel Gangs und Mafien, mit denen man mit seinem Charakter zusammen beitreten kann und zusammen mit bis zu 35 anderen Spielern zusammen Roleplay machen kann. Und ich denke mal, da haben wir schon das Stichwort Roleplay in Fraktionen auf GVP. Ich glaube, da müssen wir alle gerade ein bisschen schmunzeln. Ja, richtig. Genau dort fangen diese Problematiken an. Ich denke mal, das erste Thema, was wir anschreiben können, ist, wie kommt man in eine Fraktion? Sonny, wie kommt man in eine Fraktion rein? Du warst jetzt auch, wie wir alle, sehr, sehr lange in einer Fraktion, beziehungsweise bist schon sehr lange in einer Fraktion, nämlich der italienischen Mafia, die Cosa Nostra. Richtig. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie kommt man auf GVP zum Beispiel in eine Fraktion wie die Cosa Nostra? Aktivität. Was bedeutet Aktivität? Aktivität bedeutet mindestens gesunde 8 Stunden am Tag. Gesunde 8 Stunden am Tag? Richtig. 70 plus Stunden die Woche wären optimal. Ja. Das ist mein Ernst. 70 Stunden in der Woche wären optimal. Wäre sehr, sehr gut. Damit fährst du sehr gut. Mit 51 oder sagen wir mal 50 plus Stunden bist du auch noch ganz gut dabei. Bei 35 Stunden wirst du schon schief angeschaut. Aber Moment mal, jetzt werden sich doch bestimmt einige Leute fragen, 8 Stunden am Tag, aber so viel arbeite ich doch. Ich verbringe doch 8 bis 10 Stunden am Tag auf meinem Job. Das ist der Punkt. Absoluter Realitätsverlust. Man verfängt sich in einem Spiel und vergleicht ein Spiel mit dem echten Leben und verliert sich darin, nur um dort den Verpflichtungen nachkommen zu können. Ja. Also wir sind hier alle drei nur, haben nur die Erfahrung hier. Ich habe auf GVP angefangen, ja. Wir können halt auch jetzt echt nur von da berichten. Und es wird noch mehrere Leute betreffen, die eben das
Abstraktionsleben genießen wollen und die Spalte ist einfach vorhanden. Als Zivilist bist du einfach, sagen wir es mal so, bist du einfach nichts, okay? Und diesen Fraktionsvorteil will früher oder später jeder Spieler genießen. Und um den aber zu bekommen, musst du einfach dein Leben opfern, Digga. Ja, schön gesagt. Ich denke mal, Cramper kann auf jeden Fall da zustimmen oder hast du dem noch was hinzuzufügen? Ich stimme Sonny in den ganzen Punkten auf jeden Fall zu. Stichwort war RP und Sonny hatte das sehr treffend gesagt. 8 Stunden pro Tag ist gewünscht. In den meisten Fraktionen, die auch dementsprechend was von sich halten. Wir reden hier von 56 Stunden in der Woche, die im Grunde genommen von starken Fraktionen, stark immer in Form von Waffenstärke, die man leisten muss, weil man sonst aus dem Raster fällt und auch dementsprechend dann aussortiert wird. Und viele neue Spieler haben eine Hürde in eine Fraktion zu kommen. Denn wenn ich einmal Firosi spiele, dann würde ich jetzt eigentlich vom gesunden Menschenverstand her ausgehen. So bin ich das damals auch. Okay, dann muss mir das RP wohl liegen. Da muss ich wohl guten Mafiosi verkörpern können. Wenn ich einen mexikanischen Straßengangster verkörpern möchte, dann muss mir das wohl liegen. Ja, da muss ich diesen Slang drauf haben. Aber in vielen Fraktionen ist es leider so, dass nicht das RP die Hürde ist, sondern die Aktivität ist die Hürde. Leiste ich nicht diese 8 Stunden am Tag, dann kann ich noch so ein guter RPler sein, dann werde ich nicht in diese Fraktion aufgenommen. Mir wird meine Rolle verwehrt, meine Wunschrolle. Ja? Das ist nochmal wichtig zu betonen, denn wir sprechen hier bei 8 bis 10 Stunden pro Tag von trainingsartigen Zuständen, wie du sie in manchen E-Sport-Teams wiederfindest. Das sollte vielen Menschen zu denken geben, aber in den restlichen Punkten stimme ich voll und ganz zu. Ja. Erfüllst du diese Aktivität, bist du auf eine Art und Weise auch immun. Das ist das Schlimme. Jetzt wird es interessant. Du bist immun gegenüber Fehlern, die du machen kannst, die geduldet werden. Du darfst theoretisch, ich berichte direkt, ich zitiere, ich nenne keinen Namen, ich zitiere wortwörtlich, wie es gefallen ist. Person A sagt in der Fraktion inaktive Bastarde raus. Damit meint er seine Kollegen mit. Ja? Ja. Inaktive Bastarde raus, neue rein. Diese Person hat seine Mitspieler in seiner Fraktion, die eventuell etwas inaktiver sind. Ich möchte auch anmerken, dass es handelt sich hierbei um eine Person, die gefühlt jeden privat, wie auch immer das hinbekommt, durchgehend da zu sein. Wir meckern hier auf hohem Niveau, denn etwas inaktiver heißt bei solchen Fraktionen meistens erst 10 Stunden in der Woche im Schnitt weniger da. Aber wir sind hier immer noch bei 30 bis 40 Stunden. Ja, genau. Und die Person reist wahrscheinlich da, keine Ahnung, 70 Stunden die Woche, kriegt das wohl so gebacken im echten Leben. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du kein Leben hast, ja. Freut mich für dich, aber die anderen Leute mit ein bisschen Leben leiden darunter, ja. Und die das noch als Spiel sehen. Da muss ich anknüpfen. Sonja hat das gerade treffend gesagt. Viele Leute können sich durch ihre Aktivität einfach immunisieren. Ich denke, das spricht für uns drei, ohne uns jetzt irgendwie größer zu reden, als wir sind. Wir haben uns, denke ich, weil man uns kennt, unabhängig auch von den Streams, auch schon davor, durch eine Sache immun gemacht und unverzichtbar für eine Frack, da man auch hier und da, das spreche ich aus eigener Erfahrung, hier und da mehr Verantwortung hatte in einer Fraktion, als man wollte. Man hat sich durch seine RP immun gemacht, weil andere nicht auf dem gleichen Level RP gemacht haben. Man war irgendwo auch Vorbild für viele Leute, weil man nun mal für diesen Server vielleicht auch, ohne dass das böse klingt, überdurchschnittliches RP gemacht hat. Ja? Gerade im Mafia-Bereich oder auch Nikolai in seiner Brigade, da hat man sich auch durch sein RP irgendwo immun und auch bekannter gemacht. Es wird jetzt richtig dreckig, ne? Kommen wir oberflächlich zu dem Thema, weil alles andere kommt in deinem Podcast. Da werdet ihr dann die genauen Details erfahren von den Personen, die davon direkt betroffen sind. Die Leute nehmen im echten Leben ab. Die Leute verlieren 2-3 Kilo. Wir haben allgemein starke, erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen als Folge von diesem Aktivitätswahn. Jetzt werden sich nämlich einige Zuschauer denken, warum macht er das denn dann? Weil ich mache das so gerne und ich möchte das nicht verlieren. Ich möchte nicht bestraft werden dafür, dass ich mich nicht genug reinhänge. Es ist ein sogenannter Leistungsdruck. An Orten, wo es manchmal unnötig wäre. Es ist unnötig, dass die Leute sich teilweise triezen, gehe ich auch direkt weiter, nur damit sie am Ende der Woche eine passende Anzahl an Akademikpunkten abgeben können. Akademikpunkte, was ist das? Du bekommst für jede Spielstunde einen Akademikpunkt. An diesem System kannst du ausrechnen, wie viele Stunden du in der Woche da warst. Und es wird zusammengerechnet. Und das werden in den meisten Fraktionen, holt man sich diese Akademikpunkte screenshot-mäßig. Jedes Fraktionsmitglied muss einen Screenshot abgeben von seinem Level und seinen Akademikpunkten. Ja. Die Leute rechnen immer die Differenz aus und dann wissen die ganz genau, wie viele Stunden du in der Woche gespielt hast. Und wenn das nicht passt, dann bekommst du eine Verwarnung. Und da packe ich mir den Kopf und ich werde keinen Namen nennen. Aber die Leute sollten sich in Grund und Boden schämen, die das verlangen. Es gibt Leute, die müssen teilweise 70 Stunden in der Woche machen. Ja. Weißt du, wer sich noch schämen soll? Die Leute, die sich sogar noch zur Aufgabe machen, sich privat hinzusetzen, eine scheiß Liste zu führen von jeder einzelnen Person, Buch zu führen, zu notieren, wie lange die Person von welcher Uhrzeit da war. Und die Person, die das notiert, ist so eine No-Life-Person, die kein Leben hat, da sitzt und durchgehend da ist. Das heißt, die Person muss gefühlt, ich nenne keinen Namen hier, aber die Person gibt es und du fühlst dich jetzt angesprochen, weil du wirst dieses Video sehen. Und von dir gibt es bestimmt, von deiner Sorte gibt es bestimmt auch mehrere. Von deiner Sorte gibt es, du hast so
kein Leben, dass du da sitzt, notierst, wer von wann bis wann da war. Du notierst es hier. Ist die Leute. Fürs ja, genau. Buch. Weißt, pass mal ja. auf, dieses Dokument, ich weiß nicht, ob es einblende, ich überlege mir das noch, ist sogar so eingeteilt in Grün, Gelb und Rot. Dort wird direkt ausgerechnet und gezeigt, bis zum grünen Bereich, bis zum gelben oder im roten Bereich. Das über Wochen hinweg, es gibt eine Historie von diesem Dokument und das wird dann ausgewertet. So krankhaft hat sich das entwickelt, Bruder. Wir sind ja noch nicht am Ende. Also ich setze jetzt noch einen drauf. Wir haben schon diese Leute, ja? Und wir sollten uns jetzt nochmal zurückrufen. Schäm dich. Wir sollten uns zurückrufen. Wir reden hier gerade wirklich über ein Spiel, ja? Das wir reden ja über ein Spiel. Ja, und wir reden hier von Differenzen, wo Leute sagen, ey, der spielt doch schon teilweise Vollzeit, Teilzeit. Ich setze jetzt nochmal einen drauf. Wir haben dann noch die Sorte von Leuten, die schreiben sichtlich nur auf, wann du online und offline gehst. Die sehen sogar noch Schemata in deiner Online- und Offline-Zeit. Sprich, sie versuchen in deiner wöchentlichen Aktivität ein Schema zu finden, womit sie dich bearbeiten können, konfrontieren können, was du doch daran verändern kannst. Wie ein Personal Trainer. Absolut geistesgestört. Dadurch setzen die Leute bei Spielern einen gewissen Leistungsdruck. Und dieser Leistungsdruck sollte nicht unterstützt werden. Was ich nicht verstehen kann, ist einfach, dass man den Leuten einfach so viel Druck macht, weil die Leute das natürlich lieben. Sie lieben es, in der Fraktion zu sein und tun sich das gerne an. Aber ein bisschen vom Gas runterzugehen, würde viel Spielern einfach wieder mehr Spielspaß geben. Denn ich sag euch jetzt eine Sache. Du hast eigentlich die aktivsten Mitglieder, wenn jedes Mitglied Spaß am Spiel hat. So sieht's aus. Und das hab zum Beispiel ich früher in meiner Zeit, nachdem du den Don Boston abgegeben hast, hab ich dazu geführt. Bei mir gab es weder eine Aktivitätsliste. Bei mir gab es weder Kontrollwahn. Bei mir gab es weder einen NSA-Start. Bei mir gab es nichts. Es wurde nichts kontrolliert, großartig. Es wurde oberflächlich gesehen, wie viele Leute sind wann und wann ungefähr da. Wer ist da? Und das kannst du anhand von ganz normalen, deiner menschlichen Auffassungsgabe, kannst du das rausfiltern und siehst es, wer wann da ist. Was habe ich geschafft? Ich habe eine der stärksten Fraktionen aktuell ich war die stärkste Fraktion auf diesem Server. Ich habe alles erreicht. Cramper, du weißt es. Wir haben alles erreicht. Alles dabei, Freunde. Ohne Kontrollwahn? Ohne Kontrollwahn, ohne Zwang. Klar, wir waren am Ende auch ein wenig kompetitiv, wo es darum ging, gewisse Gangwar-Gebiete zu halten, aber da war der Alltag der Fraktion nochmal ein ganz anderer, als er jetzt ist. Ja. Ich muss es jetzt nochmal erwähnen an die Zuschauer, die wir haben hier gerade. Wir reden hier immer noch von einem Spiel und das ist das Kranke, wenn wir uns das jetzt immer noch mal bewusst werden lassen. Theoretisch wäre es so einfach. Es muss einfach gesagt werden, okay, wir nehmen diese Akademie-Punkte raus oder passen es so hin, dass daraus keine Aktivität mehr festgestellt werden kann. Genau. Du wirst kontrolliert von A bis Z. Das führt dazu, dass du dich unter Druck setzt und Sachen nutzt, wie mal AFK im Fraktionslager rumstehen. Fraktionslager kommen, andere Leute nicht rein, nur du. Du stehst an der AFK rum, um deine Stunden am Ende der Woche nachweisen zu können, dass du die Mindestanforderung von Stunden erreicht hast. Und da möchte ich ansetzen, denn ich habe da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Gedanken zu. Denn wir haben hier auf einer Seite Leute, die mit einer Angst spielen. Ja, und man spielt an der Stelle, wo ich jemanden Druck mache mit einer Angst, dass du aus deiner Lieblings-Favorite-Fraktion, wo du ein Jahr schon drin bist, rausfliegst. Könnte man nicht es auflockern, das ist aber auch nur eine Hypothese, wenn es dieses Fraktionsmodell nicht geben würde und ich selber die Möglichkeit hätte, mich als Gruppierung zu verwirklichen. Es gibt Fraktionen, ich muss sagen, es gibt eine Ausnahme, da ist der Aktivitätszwang wie bei keiner anderen. Ich weiß auch, aus dieser Fraktion gibt es Leute, die echt geschafft sind von diesem Aktivitätszwang, aber es sich freiwillig antun und teilweise wirklich 60, 70 Stunden in der Woche machen, nur weil sie Angst haben, dass sie sonst rausfliegen. Meinst du, wir können das gerne auch rauspiepen, meinst du? Ich meine, ich habe tatsächlich Sachen aus dem mitbekommen. Ich weiß zu 100% von Mitgliedern, dass die das echt fertig macht, dass man tatsächlich so eine Aktivität wirklich ans Tageslicht setzen muss. Darf ich gleich und anknüpfen? Auf vieles im Privatleben verzichten muss, weil sie diese Gemeinschaft eben nicht verlieren möchten. Ich bringe direkt eine Person, können wir genau piepen. Wir kennen. Also sie hat Aktivität erfunden, okay? Die war echt jeden Tag da, von morgens bis abends. Selbst ist aus der Fraktion rausgegangen, weil sie diesem Druck nicht mehr standhalten kann und sie war wirklich jeden Tag da. Und das habe ich gesagt. Und das schweren Herzens. Es macht Leute kaputt. Bloß es redet keiner drüber, außer wir, weil wir die Ehrenmänner sind und wenigstens das Thema mal ansprechen hier, ja? Wisst ihr eigentlich, warum auch Streamer nicht in Fraktionen genommen werden? Es geht nicht nur um die Aktivität. Es ist doch einfach das Interne, was bloß nicht gezeigt werden soll. Stichwort OOC-Talken, AFK-Stunden sammeln und Metagaming innerhalb der Fraktion, was bloß nicht aufgedeckt werden darf, weil es könnte ja was auffliegen. Wenn sich mal alleine das GVMP-Team die Zeit nehmen würde, die Fraktionsverwaltung sagen würde, ey, ich möchte sofort den Discord-Link zu eurem Fraktions-Discord haben. Wird zu wenig und gemacht. Und das mal bei allen Fraktionen macht. Ja. Mama mia, keine Fraktion würde überleben. Keine. Nicht eine einzige Fraktion wäre heute noch offen.
Keine. Es gibt dann nur mal Leute, die schreiben, Aktivität jetzt at everyone. Bam, 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 wird's gespammt. Komm jetzt online, ja. Da wirst du privat angeschrieben. Einfach nur, damit du präsent bist, ja? Genau. Und die Leute eine Aufforderung zur Aktivität oder Aufforderung... Es geht auch nicht darum, irgendwie irgendwelche Hetze zu betreiben oder sonst was, sondern es geht einfach um die Kritik der aktuellen Problematik. Absolut. Und das ist halt einfach... Die Leute möchten nicht, dass das nach außen dringt, weil es wirklich ernsthafte Probleme geben könnte. Ja, natürlich. Und ich will jetzt auch nicht alle Fraktionen irgendwie unter... Ich tue es irgendwo, dass ich sage, alle Fraktionen stehen unter einem Generalverdacht, ja? Aber es ist einfach leider Gottes Gang und Gäbe und deswegen muss ich der Annahme sein, dass es einfach in den meisten Fraktionen so gehandhabt wird. Natürlich kann es sein, dass es eine Fraktion gibt, die vielleicht sogar gar keinen Discord hat. Und da dieses at everyone weht wieder von dem Wind her, wir wissen es ganz genau, wegen dem Druck. Ja. At everyone, wir brauchen euch alle und da fängt es schon an, wir brauchen euch alle kurz um so und so viel Uhr, weil das und das ist passiert, damit die Leute direkt informiert sind, ins SP kommen können und direkt von allem wissen. Und um das zu erklären, at everyone im Discord ist, wenn du das machst, wird eine Markierung, wirst du im Discord markiert. Das ist eine Benachrichtigung. Push-Notification. Auf Handy. Per E-Mail nicht. Kannst du, glaube ich, einstellen. Und auf dem PC, auf allen, wo du Discord installiert hast und in deinem Discord angemeldet bist, bekommst du eine Notification mit dieser Nachricht. Ja? Genau. Hauptsache, und der Druck gewinnt. Genau. Und jetzt wage es dich da mal was gegen zu sagen. Wag es dich, dass du dich mal ein wenig dagegen wehrst, sagst, hey Leute, das ist nicht ganz regelkonform. Hey Leute, muss das wirklich sein? Ja. Wag es dich, du bist der Erste, der vielleicht nicht offensichtlich, aber indirekt einen schlechten Stand in der Fraktion. So sieht's nämlich aus. Du bist sofort der Außenseiter. Und ich gebe dir Brief und Siegel. So viele Mitglieder in einer Fraktion, die folgen diesem Strom einfach, obwohl sie es nicht mal wollen. Jeder hat Angst, aus dieser Fraktion zu fliegen, weil ich sag immer, eine Fraktion auf GVP ist das iPhone im Real Life. Es ist ein Statussymbol. Dieses Phänomen, was Aktivität etc. pp. Angeht, natürlich aber auch nur in Bad-Fraktionen hast. Beim Start ist es nochmal eine ganz andere Riege. Da hast du diesen Zwang nicht, weil das Kontingent von Spielern in einer Fraktion viel höher ist und du musst dein Geld dann dementsprechend auch nicht erfarmen, in dem Sinne. Ja? Zum Beispiel, eigentlich, wenn man es jetzt mal herunterbricht, möchtest du kein Zivi sein, kannst aber nicht die Stunden leisten. Für die Wunschfraktion, die du auf Weltfraktionsseite hast, bist du ja gezwungen, staatlich in Richtung einzuschlagen. Es ist allgegenwärtig, dass Streamer aus den meisten Fraktionen einfach ausgeschlossen werden, nicht toleriert werden. Ja. Wovor viele Angst haben, einen Streamer in einer Fraktion, ob Bad oder Startfraktion, in Bad-Fraktion hast du es eher, zwingt dich dazu, in einer scheiß Rolle zu bleiben. Eigentlich schlimm genug, weil das musst du von Hause aus normalerweise. Richtig. Ja. Der Grund, warum ich oft abgelehnt wurde, ist A, weil ich Streamer bin und B, weil es auch viele Leute gibt. Die Leute können sich angesprochen fühlen. Grüße gehen an der Stelle raus an die... Bei denen in den Köpfen ist der Leistungsdruck vorhanden. Roboter, nur um diesen Leistungsdruck gewährleisten zu können, nur weil er im echten Leben diese Zeit hat und sein Leben für das Spiel aufgeben kann und das dann gleichzeitig auch von jedem anderen fordert und schaut, dass nur solche Leute links. Aber es gibt auch noch andere Leute, die Erfahrung haben, lange genug dabei sind und eben auch Spaß am Spiel haben möchten, die Harmonie vermissen und dieses entspannte Spielen in einer Fraktion und weshalb solcher Leute kaputt gemacht wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr wisst Bescheid, wir sind somit fertig. Checkt Cramper seinen Twitch-Kanal auch ab. Er macht einen Podcast und dort werden die Leute aus nächster Nähe berichten, die gesundheitliche Schäden von diesem ganzen Thema getragen haben. Und das ist einfach nur Real Talk. Unabhängig davon haben wir Zolli sowieso noch als Gastfreunde, könnt ihr euch darauf einstellen. Komme ich auch noch dazu. Checkt das unbedingt ab. Checkt meinen Bruder Nikolai auch ab auf YouTube und auf Twitch. Ich habe das alles in der Infobox verlinkt. Ihr wisst Bescheid, Mann. Danke, Jungs, dass ihr da wart. Haut rein, ihr wisst Bescheid. Tschüssli, Müsli. Tschüssli, Müsli. Und Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da kommen wir schon wieder zu dem heißen Punkt. Oder wie seht ihr das? Ja, ich weiß nicht, ob ich das Nikolai mal den Vortritt, ja? Hallo? Ich, Alter, nie wieder werde ich für dich was sagen, Alter. Ich mach's Video alleine, du Alter. Was denn? Ich einfach, Alter. Bist einfach ruhig. Warte mal ab bei deinem nächsten Video, Alter. Ich sag kein Wort. Dreckige du. Sag dir einfach nichts, du bist nicht dabei. Ja, warte mal ab bei deinem Video, Digga. Ich sag gar nichts mehr. Was denn? Ist einfach ruhig, Digga. Jetzt kann ich es auch wieder cutten, ja? Ah, wir können richtig geile Outtakes machen, Alter. Also, worum geht's? Ja, worum geht's, Digga? Leg dein scheiß Handy weg und hör zu. Was für Handy, Digga? Aktivität wird vor alles gestellt. Und das darf nicht sein. Ich
Ich habe Schere auf Schlauch. Ich versuche gerade nebenbei das vorzulesen. Hier, warte mal ganz kurz. Ich cutte das auch bei mir raus. Alles gut. A, weil ich Streamer bin. B, ja, weil einfach B. Mein Name. Jungs. Metzger. Ey, das nächste Mal fange ich an. Ich sag euch das, ne? Sonny, lass einfach dein Video machen, Bruder. Ich bin dabei. Komm, ja. Auf geht's. Vollgas. Ja, dann los jetzt, Alter. Okay, warte, ich muss nur kurz die Nase putzen. Ne? Ich hab halt mein Handy in der Hand. Ich muss da runterspicken, ne? Nee, die sehen das Handy nicht. Die sehen nur meine Augen, dass sie runtergehen. Mach doch Notepad, Junge. Und ja. Schieb dir das auf dein Hauptbildschirm, du Bastard. Wie schieb ich denn das jetzt rüber? Ja, mach einfach, kleb Handy mit Tesafilm an Bildschirm, Mann. Digga, das wäre echt, glaube ich, die günstigste Lösung gerade. Ich mach das jetzt wirklich, ich schwör's dir. Warte, wo ist Tesafilm? Bist du behindert, Mann? Fährst du jetzt noch zu Obi und holst Tesa oder was, um ein Video zu machen?